Hallo, liebe Minigolf-Freunde, wir haben hier eine neue Golfplatz-Teil, wie es aussieht. Alter, da ist eine mächtige Löwenstatue. Brüll, du Löwe. Brüll, brüll. Alter, am Strand. Das ist eine chinesische Map, oder? Ich würde es halt auch erst als chinesische ansehen. Ricky sagte was von Japan. Hä? Sehe aber keine Bodypillows und nichts, von daher. Entschuldige mal, ich habe ein paar japanische Spiele mit meiner HTC Vive gespielt. Und ich kann euch sagen, das hier ist nicht Japan. Der Moggy, der kennt Japan. Und auswendig. Mit und ohne Klamotten habe ich Japan gesehen. Ich auch. Auch. Apropos Japan, ne? Kann ich direkt was erzählen. Was heute passiert ist, es ist heute Morgen passiert, beziehungsweise mir wurde gesagt, ich kriege ein Bodypillow. Ne? Das ist jetzt endlich da, das wurde mir schon vor Wochen gesagt, das kommt jetzt zu mir, das dauert nicht mehr lange. Und da dachte ich mir gleich, Alter, gönnst du dir einen zweiten Bezug? Habe ich mir heute Morgen Alter, auf Amazon, da gönnt sich der Wollo die zwei Ladies auf einmal. Auf Amazon einen zweiten gekauft. Habe ich mir heute bestellt. Kommt morgen mit Prime. Kotori von Love Life war die einzige, die es mit Prime gab. Die habe ich auch in Virtual Reality gesehen. Oh, geil. Die anderen gab es alle irgendwie erst, das dauert dann 2-3 Wochen, bis sie da sind. Da dachte ich mir, nee, ich brauche es jetzt. Kann nicht mehr länger warten. Ja, sieht mir aus. Ich denke mir, Alter, ein geiles Kissen mit einem Anime-Bezug. Ich halte es nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr warten. Ja, so war's. Ich brauche jetzt meinen Kissenbezug. Mein Gott. Passiert. So, okay, das war meine Story. Das war's. Zu Ende. Gute Story. Danke. Body Pillows. Bin ich bis heute noch unsicher. Das ist mehr so eine ironische Sache, oder? Ja. Okay, gut. Kick die Wand an. Aber ich hab jetzt eins. Aus dem Witz. Ey, in der Öffentlichkeit passiert. Behaupte ich, dass ich das aus Ironie mache, aber im Inneren werde ich sehr gut schlafen. Nein, das Ding ist halt. Keine Ahnung, was willst du, aber das legst du halt dahin, ne? Aber das ist halt schon echt und bescheuert. Und versteckst es, wenn deine Eltern kommen. So. Ich auch hoffe, dass du es versteckst. Ja, wobei, du kannst auch. Wenn man es umdreht, dann sieht man ja den Arsch oder so. Nee, kommt drauf an, was du dir holst, ne? Du kannst auch einfach umdrehen auf die Couch legen. Meine ist nicht nackt. Ja, das ändert jetzt nicht allzu viel. Es macht ein bisschen besser, wenn deine Eltern es sehen, aber auch nicht viel. Du bist nämlich 30. Ich kann halt immer noch sagen, das ist für die Internetsache. Papa Wollo, siehst du das, was Chris schon wieder gekauft hat? Ist fürs Internet-Ding. Das habe ich auch gesagt, als meine Mutter die Dragon Ball-Figuren da gesehen hat. Da habe ich gesagt, ja, für ein Video. Mann, sie halt auch wirklich. Ja. Und das ist so ein easy Ding. Das sind keine Puppen, das sind Actionfiguren. Ja. Und auch das trifft's ganz gut. Oh Mann. Das ist halt die Wahrheit. Die geilen Actionfiguren. So hat der Wollo seine geilen Actionkissen. Das sind Kuschelkissen, damit ich besser schlafen kann. Also ich werde es auf jeden Fall mal benutzen dafür. Ne? Ich werde mich da mal rankuscheln mal eine Nacht ausprobieren und werde euch dann berichten, wie es war. Ich vermute, es fühlt sich an wie ein Kissen. Vermutlich, weil es so groß ist wie kein sonderlich bequemes Kissen. Ja, könnte sein. Bodypillow. Aber hey, da musst du zum Schlaf, damit es bequem ist, nicht mehr die Decke zwischen deine Beine klemmen, sonst kannst du das Kissen dazwischen packen. Dafür ist es, glaube ich, echt angenehm. Beinen. Fairway. Da muss ich hingehört. Der wacht er morgens so auf mit so ein bisschen Sabber so dazwischen, so auf schon raufgetroffen. Oh, ich sabber ja sowieso im Schlaf, wie Sau. Da muss ich vorsichtig sein. Das sieht dann echt merkwürdig aus. Wusstest du jetzt eigentlich bei deiner Never-Ending-Challenge ein Bart wachsen lassen, Mono? Ja. Was war das? Mein Bart. Alter, da kann ich dir sagen, zum Thema Sau, wollte ich gerade sagen, wenn du da so ein bisschen Bartwuchs am Start hast, Alter, das kann verkrustet sein teilweise, wenn du aufstehst. Ja, natürlich. Da sabberst du die Scheiße von uns, bleibt im Bart hängen und dann denkst du dir, oh, nö. Das will ich nicht. Na, geht ja leicht weg, ist ja nur Spucke. Es ist ja auch nur eine Zeit lang. Der muss jetzt so ein bisschen Bart wachsen, damit man es vernünftig sieht. Dann spiele ich mein Spielchen durch. Der Wollo, ist ja Oberlippenbart. Der wird ja dann noch im Part, im Stream wird er noch abrasiert. Wahrscheinlich, direkt zum Schluss weg. Da freue ich mich schon drauf. Super, der bärtige Wollo, ich warte sehr lange darauf, das zu sehen.
Ja, und jetzt, na, jetzt wird er erstmal 3 Wochen so vor sich hinwachsen. Vermutlich. Wird ein Elend. Ricky, du bist ein Idiot. Ah, nee, Mock, du bist ein Idiot. Warum ist der so weit geflogen oder gerollt? Weil du zu doll gemacht hast. Das habe ich gemerkt. Ach, komm schon. Meiner rollt gerade genau dahin, wo Mock liegt. Jetzt nicht weit genug. Ich glaube, da geht's den Berg runter. Richtig, jetzt kommen wir jetzt richtig in Führung. Richtig gut. Ich habe 3 Schläge gebraucht. Ja, die Schnauze. Die Schnauze. Ich an den Buddypillow kuscheln. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist dieser Berg auch. Scheiße. Ach, der ist immer noch nicht fertig. Alter, Wollo, das Buddypillow, das kannst du dann beim... Nein, das Alter, der Ricky. Das kannst du dann, wenn du was essen willst oder so, das kannst du an deinen Esstisch, kannst du es auf einen anderen Stuhl setzen. Ich habe leider keinen Esstisch. Ja, ich auch nicht. Stuhl. Das würde ich tun. Kannst es einfach neben dir knien lassen. Mm. Oh, das, da kann man so viele gute Sachen mitmachen. Das ist heiße Scheiße, ich sag's euch. Wenn Maeve endlich es schafft, mir seine Cam zu senden, kannst du meine haben. Ja, ich weiß, die brauche ich auch. Meine Buddy-Pillow-Cam. Mit der Shit. So. Ich, drauf. Ich finde, Wolle braucht eine richtig gute Kamera, damit man jeden dreckigen Fleck darauf sieht. Deswegen will er ja meine haben, damit man eben nicht jeden dreckigen Fleck darauf sieht. Alter, ein ekliger Typ. Ein ekliger Typ. Da wirst du keine Flecken drauf sehen. Ich werde mich darum kümmern. Er wird auch definitiv kein Schwarzlicht mehr anmachen. Ich habe kein Schwarzlicht. Das hat er auch so nie gemacht. Ja, warum? Das macht er nie wieder. Das war sonst immer so sein Ding, ne? Damit die Zähne so dafür ist er bekannt, der Wollo. Man sagt immer, das ist ja Wollo mit dem Schwarzlicht. Seine zweite Identität, dafür kennt man ihn. Kennt man doch. Ist ja bekannt gewesen, immer. Ja, scheiße, ey. Kein Schwarzlicht mehr. Wenn das wegfällt, was bin ich da noch? Scheiße, guck dir den Scheißschlag an. Dann bist du so der Wolle mit dem Buddy-Pillow. Na gut, das ist vielleicht auch besser. Ja, der dicke alte Mann mit dem Buddy-Pillow. Der dicke alte Mann das mit dem Schwarzlicht, das war super. Ein Image, das fürs Netz perfekt ist. Ich sage euch, wie es ist. Das ist ein Image, das ist fürs Internet einfach gut. Da kannst du. Doch, das funktioniert. Das funktioniert. Wart's ab. Große Pläne. Och, komm schon. Scheiße, ich glaube, ich treffe den Bunker. Ich treffe doch nicht den Bunker. Ich habe den Bunker auch nicht getroffen. Nee, hab ich nicht. Hat der Regie nicht den Bunker getroffen? Och, Mann, tut mir leid, dass ich so eine Assi-Gossen-Pix-Mache habe. Dann hör auf damit! Ja. Das sagst du so einfach. Schwierig ist das nicht. Sagst du so einfach. Mach deine Hausaufgaben und steck dir das Hemd in die Hose und dann lern vernünftig zu sprechen. So. Ich hab nicht in die Hose. Ich will gar keine, ich hab nicht mal eine Hose an gerade. Ja, dann sollst du vielleicht damit anfangen. Eine Korthose aber bitte. Oh, hör bloß auf, muss ich in der Schule immer tragen. Hör bloß auf. Zack. Warum gibt's Korthose überhaupt? Ich glaube, ich hatte noch nie eine Korthose an. Ich muss als Kind immer eine tragen. Warum? Ich verstehe halt nicht, warum die existieren, weil. Weißt du, ich bin da Jeans nicht. Ja, es war halt mal irgendwann, hat sich irgendein schlauer Franzose gedacht, das ist es das jetzt. Das sieht aus, als wäre es irgend so eine Scheiße aus den 70ern. Ist aber ich ja bin auch nicht in den 70ern groß geworden. Deswegen habe ich Fragen. Fucking Korthosen. Ach Mann, ich bin so ein Vollidiot. Ja, danke. Also ich glaube, noch schlimmer als Korthosen wären halt, wenn die 90er zurückkommen würden. Von der Kleidung. Ja. Fairway. Wenn wir alle wenn uns alle die Haare so hochgehen, so igelig. Alter, so geile blondierte Spitzen. Blondierte Spitzen? Ja, mein Bruder früher. Oh nein, das sah so schwul aus. Oh, ja, ja, Wollo, was du alles hattest, da wollen wir gar nicht anfangen drüber zu reden. Oh, ich war immer, ich, warst du nicht mit deinem komischen Weeaboo-Outfit mal auf einer normalen Party? Oh, im Nachhinein erinnere mich nicht dran, da raste ich aus, das ist so schlimm. Das war so schlimm, was ich kein Bild. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Du warst tatsächlich der eine Typ. Ich war der eine Typ. Aber auch nur, weil gewisse andere Leute gesagt haben, sie kommen. Weil sie nicht gekommen. Das sind die ersten Stunden. Aber die kamen dann später, dann war es nicht mehr ganz so schlimm. Aber. Und meine ehemaligen Freunde zu der Zeit, die waren auch da, die haben das alles gesehen. Die haben sich wahrscheinlich richtig einen abgegeiert. Das will ich hoffen. Die haben mir auch einen abgegeiert. Das hätte jeder gemacht. Ja, zu Recht. Definitiv. Fuck. Alter, wo soll ich hier hinschlagen? Na, wobei war gar nicht so schlimm.
Ich hatte auch früher meine Metal-Zeit, ne? Hab ich richtig abgemeddelt und da hatte ich auch einen langen Mantel und Nietenarmbänder und jetzt kommt das Schlimmste. Alter, der Amokläufer-Style, ja. Jetzt kommt der schlimmste Teil. Ich hatte auch ein Nietenhalsband. Wie ein Hund. Nicht so ein dickes aber, ne? Nicht mit einer Reihe, mit zwei. Ach, Alter. Hast du auch einen geilen Nietengürtel gehabt? Na, also mehrere. Alter. Hast natürlich drei oder so, die dann so an rechts runterhängen, links runterhängen und so, ne? Ja, gut, der Wollo. Ich hab das alles mitgemacht, also, ne? Man muss sich ja ausprobieren. Richtig. Sagst, Wolle. Das schon stimmt. Ja. Ricky, ich würde jetzt sagen, was der Ricky gerne mal ausprobiert hätte. Ich sag's jetzt nicht. Ricky, dass du noch gerne deine Jugend noch mal erleben würdest, ne? Fang doch damit an, kauf dir einen langen Mantel und Nietener Halsband. Ab geht's, ne? Ab geht's. Fuck! Hey, für dich bin ich überhaupt immer nicht so für. Fuck! Na bitte. Du hast eine Cap da rumliegen mit einer weißen Hand mit einem Joint drin. Alter. Also meine, bitte. Hat mir meine damalige Freundin geschenkt. Ja. Yeah. So, dann willst du mir also sagen, langer Mantel wäre das Problem. Weck mich. Was war das für eine Freundin? Was hat die sich dabei gedacht, ne? Das muss auch mal. Will die, dass ihr Freund wie der letzte Volltrottel rumläuft? Offenkundig. So, ich mach jetzt eine Hole-Nummer. Der sagt ja nichts dazu. Sag ich auch nichts zu. Thema wird einfach beendet. Damals schon. Ich glaube, der Ricky, der wird, ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern, dass der Ricky auch so ein Typ, der so ein geiles Shirt trägt, so wie hier Bier einfüllen oder sowas. So, Ricky würde das tatsächlich auch passen. Das würde passen. Wieso das denn? Du bist so ein Typ dafür. Oder Dortmund, ne? Nee. Ja. Dortmund mit dem Pfeil nach unten. Nee. Alter, hätte ich gegen Kevin verloren, oder hätten Kevin und ich das Race noch vorgemacht, hätte ich, wenn ich verloren hätte, hätte ich ein T-Shirt tragen müssen mit Abschleppdienst. Abschleppdienst, das finde ich auch gut. Ach ja. Diese T-Shirts. Guter Schlag. Hatte als Kind halt sowas wie Enkels Liebling oder ich darf das, Oma hat's erlaubt oder sowas. Das hatte ich halt als Kind. Alter. War schon ein richtiges Opfer. Naja. Solche T-Shirts hatte ich tatsächlich nie. Ich auch nicht. Habe ich mich immer schon. Sagt das aus, wenn Wollo sowas nicht hatte. Ich dachte mir immer schon so, das ist dämlich. Sagte der Typ mit dem Nietenhalsband. Er dachte sich, nein, bis hierhin und nicht weiter. So weit kommt's noch. Ja. Sicher aus wie ein Idiot. Ja, ganz genau. Und wer will schon wie ein Idiot aussehen? Ich nicht. Von daher. Aber das gibt es doch nicht. Das wird schwierig. Yes, Birdie. Fuck. Regnet hier in diesem sauschweren Ding. Fuck! Weil ich hätte einen Tourschlag machen. Zwei Stegen reinmachen können. Und Wololina, schaffst du's? Oh! What the Fotze. Scheiße. Schaffst du's? Damit meine ich Wollo, nicht Wololina. Ja, Wolina ist ganz okay, sie ist bestimmt ein ganz besonderes Blümchen mit ihrer Frisur. Alter, der Moggi holt auf. So, letzte Runde. Hä? Ist doch nicht vorbei. Finishing Hole, okay. Das letzte Loch, wo wir rein müssen. Finishing. Seid ihr bereit, Jungs? Absolut. Der da vorne ist Moggi. Ich dachte auch gerade, irgendwie sieht das hier gerade komisch aus. Ich weiß nicht, was ihr meint. Die haben einen nice sehen? Schlag abgeschlagen. Bist du gleich nice. Sehen? Denkst du, was? So, okay. Geht mal ein bisschen weg von mir, ich brauche meinen Platz. Ja. Ricky! Ja! Was machst du da drüben? Ich brauche meinen Platz! Ich sehe schon! Aber wie und staubig Michelle Hahn, das da bei ihm ist, ne? Da kann er eigentlich gar nichts sehen, das ist so scheiße. Oh, da hätte ich jetzt gar keinen Bock auf Staub im Auge. Nee. Fairway. Hab ich übrigens nie. Hier einmal nur einen Luftzug drücken, dann kommt so ein Staubtornado entgegen im Wohnwagen. So ein kleiner Tornado durchs Fenster. Ja. Und der wütet dann in seiner Wohnung. In seiner Wohnung, wenn es eine Wohnung wäre. Schön wäre es, wenn er in der Wohnung wüten könnte. Ja. Wäre super. Fairway. Hit, wenn das. Hm.
So, ich mag übrigens soweit die neuen Golfplatzteile. Muss ich auch sagen. Gefällt mir. Das ist ganz nett soweit. Übrigens, Leute, ein kleiner Hinweis. Ich glaube, es ist noch nicht draußen, aber Winning Putt kommt demnächst auch auf Steam. Ja. Also, wenn ihr Bock habt auf die geile Winning Putt Action, dann ist es bald auf Steam. Das ändert alles für mich. Da bin ich heiß, MOP, ich weiß. Deswegen sage ich's. Ich weiß doch, was gut für euch ist. Meine kleinen Schlawiner. Meine kleinen Ninja Turtle. Endlich nur noch Steam anmachen. Winning Putt. Ja. Nice. Könnt ihr endlich mit uns nicht spielen? Fuck! Das war doch jetzt dumm. Oh, was mache ich denn da? Was mache ich? Oh Gott. Auf jeden Fall tust du nicht gut Golf spielen, vermute ich. Nee. Fünf, das heißt, der Mogi kann noch aufholen. Ja, Mogi. Fuck, shit. Ich auch. Oh, Gott sei Dank, ich hab gewonnen. Gewonnen! Norman! Wie immer. Ich hab die meisten Punkte. Also ich muss sagen, der Rigi, der scheint echt gut zu sein, seitdem er nicht mehr weiter schlägt als wir. Ja, seitdem geht gar nichts mehr, ne? Sonst immer. Komisch, verdächtig. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.